Hallo und herzlich willkommen bei einem Teil des Livestream. Ich sage jetzt mal hier Hallo nach ein paar Tagen. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht online, denn es war bei uns auch sehr, sehr heiß. Es war wirklich eine richtige August- oder ab Mitte Juli-Hitze, sage ich mal so. Wir hatten hier bis zu 50 Grad und bei 50 Grad oder im Allgemeinen über 40 Grad, zwischen 40, 45 oder sogar 50 Grad, da funktioniert ja das Handy nicht. Dann steht immer auf dem Handy drauf, kühlen Sie bitte Ihr Handy ab, und das war der Grund, warum wir auch jetzt eigentlich kaum online waren die letzte Zeit. Denn ich habe auch viele Schreiben bekommen von vielen Zuschauern, die auch fragen, warum ich abgetaucht bin oder warum ich kaum online bin, ob alles in Ordnung ist. Es ist bei mir alles in Ordnung, aber wie gesagt, es war sehr, sehr heiß und man hat auch im Allgemeinen sehr, sehr viel zu tun gehabt. Aber jetzt seit ein, zwei Tagen, auch vor allem heute, ist das Wetter nicht mehr wieder so ganz heiß. Also wir haben zwischen 30 und 35 Grad jetzt die nächste Zeit. Und das heißt auch natürlich, dass man wieder dann filmen kann und auch wieder mehr machen kann und nicht nur unter der Klimaanlage sitzen und abwarten, dass es am Abend dann frischer wird. Und dann bin ich jetzt auch natürlich für euch wieder da. Und wir schauen uns auch gleich hier die Wassertemperatur an, wie wohl heute die Wassertemperatur hier in Side ist. Denn es sind ja auch viele, die jetzt die Tage kommen, vor allem jetzt auch nach unseren türkischen Feiertagen, weil dann auch die Sommerferien anfangen in einigen Bundesländern, und dann interessiert auch immer viele, wie am Abend das Wasser hier bei uns ist, und genau das schauen wir uns jetzt an. Ich werde mal die Kamera drehen und dann wissen auch schon sicherlich viele, wo wir hier sind. Genau gegenüber sieht man das Siden Quality Hotel, hier rechts ist das Siden Valentine Hotel. Die beiden Hotels haben wir auch gefilmt gehabt, und hier rechts ist das Paloma Perisia Hotel, und das wird auch einer der nächsten Hotels sein, die wir vorstellen werden, denn es warten auch viele, also es sind viele Hotels auf der Liste, die ich jetzt auch filmen werde, aber wie gesagt, das Wetter musste halt auch ein bisschen kühler werden, und jetzt nach den Feiertagen, nach den islamischen Feiertagen, sag ich mal so, dann werden wir hier wieder einige Hotels vorstellen, wenn es dann wieder ein bisschen frischer wird. Wie gesagt, ist es zurzeit wirklich sehr heiß gewesen. Aber heute sind es 32 Grad gewesen. Jetzt haben wir 20 Uhr Ortszeit. Und 20 Uhr Ortszeit haben wir gerade 29 Grad. Also es ist zum Aushalten, sagen wir mal so, mittlerweile. Aber wie es dann die letzten Tage war, also man konnte gar nicht irgendwie was wirklich machen. Ja, und der Sonnenuntergang, den haben wir jetzt hier verpasst, weil wir jeden Mal von hier aus in Richtung unserem Steg, wo wir immer die Wassertemperatur messen, damit dann auch die Leute informiert sind, wie warm das Wasser ist. Mitte Juni. So, jetzt sind wir hier auf der Promenade angekommen, und wenn wir hier in Richtung Kumköl schauen, sieht man da auch ein paar Menschen auf der Promenade. Das ist der Blick in Richtung Side, und man sieht, dass die Promenade auch nicht so unbelebt ist. Hier geht es runter zum Strand, und man sieht, dass da auch viele Liegen da sind. Ich gehe mal von hier aus runter zum Strand. Unser Steg ist ja kaum zu sehen wegen den ganzen Liegen. Da vorne sieht man noch Leute im Wasser, das heißt, das Wasser wird nicht kalt sein, wo man jetzt noch um die Uhrzeit im Wasser ist. Jetzt sind wir hier am Strand angekommen. Das ist hier wieder der Blick in Richtung Kumköl. Und man sieht, dass die Sonne weg ist.
Aber man sieht überall Menschen. Das Abendessen hat ja auch angefangen. Und wir gehen mal in Richtung unserem Steg. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt die Tage hier sein sollte. Und damit auch viele wissen, wie warm das Wasser ist, hier bei uns in Side. Jetzt sind wir hier auf unserem Steg angekommen. Und ich hole mal das Thermometer aus meiner Tasche raus. Meine Tasche hat 32 Grad. Und da sieht man immer ein paar Angler. Und die Sonne ist noch ein bisschen zu sehen. Schon mal dort hinten. Aber die ist hinter den Wolken, dass man den Sonnenuntergang nicht mehr so gut erkennen kann. Und das ist hier der Blick in Richtung Ortsmitte. Da sieht man das Siden Quality Hotel, das Paloma Peresia. Und da vorne sieht man das Sunrise Queen Hotel. Und die Außentemperatur hat 29 Grad. Das hatte ich auch am Anfang des Videos gesagt gehabt. Und wir gehen dann mal runter auf einen Felsen und schauen mal, wie warm das Wasser heute ist. So, das Wasser ist aber sauber heute. Und jetzt ist das Thermometer im Wasser und mal schauen, wie warm das Wasser ist. Das Thermometer ist ja gleich hochgegangen auf 30 Grad, auf 31 Grad. Ja, super. Also Badewanne kann man gleich zu Hause haben, das ist ja keine Erfrischung mehr. 31,1 Grad. Also ich glaube, ich gehe morgen baden. Ich gehe morgen auch ins Wasser. Ja, so viel wird sich da nicht ändern. Also 31 Grad hat das Wasser jetzt Mitte Juni. 31,2. An alle, die jetzt demnächst kommen sollten. Nicht nur die Außentemperatur ist sehr heiß, sondern auch das Wasser ist sehr heiß. Schaut mal, 31,2 Grad. Das ist ja wirklich warm, das Wasser. Also wo wir das letzte Mal vor circa 2 Wochen das Wasser gemessen hatten, hatte das Wasser 24 Grad waren das, glaube ich. Das ist ja 7 Grad wärmer als vor 2 Wochen, das Wasser. Deswegen sieht man noch die Leute um die Uhrzeit noch im Wasser. Schaut mal, jetzt um 20 Uhr.
Da sieht man, dass die Leute noch baden. Und dass sie die 31 Grad genießen. Also an alle, die jetzt demnächst herkommen sollten. Das Wasser hat 31,2 Grad hier bei uns in Side. Also man kann sogar nachtbaden bei 31 Grad. Ja, der Sommer ist halt viel früher da als sonst. Das sind wirklich Temperaturen für Juli und August. Ich glaube, das Höchste, was wir letztes Jahr gemessen haben, war im August, glaube ich, und das waren 34 Grad hatte damals das Wasser. Und das ist das Wasser im Mittelmeer jetzt Mitte Juni schon 31,2 Grad hat. Das ist ja schon letztes Jahr Juli und August Wassertemperatur. Aber auch die Außentemperatur überrascht uns alle sehr. Wie gesagt, wir haben jetzt im Juli auch schon über 50 Grad. Und dann sind wir hier vor dem Paloma Perisia Hotel. Und wie gesagt, das ist auch einer der Hotels, die wir demnächst mal vorstellen werden. Aber wegen der Hitze, die wir hatten, die letzten zwei Wochen, war es halt unmöglich, was zu filmen. Und wie gesagt, das mobile Einsatzgerät geht hier dann auch aus. Und das ist hier gerade wieder der Weg in Richtung Kumköy. Man sieht, dass die Leute in Richtung Side gehen. Und das ist ja ein ganz, ganz tolles Panorama gerade mit dem Abendrot. Sehr schön rot im Himmel. An der Promenade von Side. Und hier sieht man auch ein paar Katzen, die um die Uhrzeit aktiv werden. An der Promenade sieht man noch viele Katzen und Igel. Zurzeit sind auch viele Igel. Und es ist auch sehr voll geworden vor Ort. Wir waren ja jetzt ein paar Tage nicht online, aber es ist sehr voll geworden und es wird noch voller. Denn ab nächste Woche gehen ja auch in einigen Bundesländern schon die Sommerferien los. So, und das ist hier der Weg in Richtung Kumköy. Aber so weit gehen wir heute nicht. Wir gehen dann mal wieder hier hoch. Ja, und die Videos werden auch wieder zunehmen, denn diese Woche zeigt es keine 40, 45 Grad an. Wir haben im Durchschnitt 33 Grad und das ist schon eine tolle Temperatur.
sowohl für die Gäste als auch für uns vor Ort. Dann ist es auch nicht so stickig. Und schon mal, die Leute gehen viele runter auf die Promenade. Sehr viele Leute. Ja, und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, wie warm das Wasser zurzeit ist. Also wir haben dieses Jahr im Juni wirklich Rekordtemperaturen. Letztes Jahr kam bis Mitte Juni der Sommer nicht. Wir hatten sogar stark bewölktes Wetter und Regen letztes Jahr im Juni noch. Und dieses Jahr haben wir so eine Hitze, dass wir kaum raus können. Sogar das Wasser ist überhitzt mit 31,2 Grad. Also es ist schon wirklich ein heißes Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Und hier vorne steht dann auch wieder mein Auto. Ich möchte mich dann von hier aus verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.